Die GRS ist in Deutschland hauptsächlich in den Arbeitsfeldern Reaktorsicherheit, Entsorgung und Strahlen- und Umweltschutz tätig. Beim Betrieb von Kernkraftwerken entsteht wärmeentwickelnder radioaktiver Abfall. Errichtung und Betrieb von Endlagern für radioaktive Abfälle sind in Deutschland Aufgaben des Bundes und die GRS unterstützt den Bund durch Forschung und Sicherheitsbewertung von Endlagern. International ist man der Meinung, dass man diese Abfälle in einer tiefen geologischen Formation entlagern kann und entlagern möchte. Geeignet dazu sind Formationen also erstmal im Salzgestein, dann gibt es die Möglichkeit im Tongestein das Ganze entzulagern oder auch im Granit. Für uns in Deutschland stellt sich daneben die Frage, welche Formationen bei uns vorhanden sind in ausreichender Mächtigkeit, um dort eine Entlagerung zu betreiben. Aufgrund der Gesetzesänderung im letzten Jahr ist es ja so, dass wir jetzt demnächst in einen Standortauswahlprozess eintreten, um geeignete Formationen zu untersuchen, die sich für die Endlagerung eignen. Wir haben hier in Braunschweig die Möglichkeit, in unserem eigenen geowissenschaftlichen Labor entsprechende Untersuchungen durchführen zu können. Im Unterschied zu unseren internationalen Partnern können wir ja nicht in einem eigenen Untertagelabor arbeiten. Wir bedienen uns hier aber einem virtuellen Untertagelabor. Dort fließen die Erkenntnisse und Erfahrungen ein, die wir in internationaler Zusammenarbeit gesammelt haben. Virtus wurde von mehreren Organisationen gemeinsam als Untertagelabor, als virtuelles Untertagelabor im Steinsalz entwickelt. Man kann die Daten, die vorhanden sind, also sowohl geometrische Daten von Geologie oder Grubengebäuden, exportieren an Simulationsprogramme, mit denen man die physikalischen Prozesse, die in einem Untertagelabor oder Endlager ablaufen, sichtbar macht. Beispielsweise kann man Virtus dazu benutzen, tatsächlich ablaufende Experimente in Untertagelaboren zu simulieren. Wir führen mit internationalen Partnern gemeinsam verschiedene Experimente in Monterrey durch, unter anderem großmaßstäbliche Erhitzerexperimente, wo die Wärmeproduktion des Abfalls simuliert wird durch elektrische Erhitzer. Und die Prozesse, die da ablaufen, werden simuliert und können in Virtus sichtbar gemacht werden. Bisher ist das alles isoliert gemacht worden. Es gab die Leute, die rechnen mit irgendwelchen Rechencodes. Da kommt irgendwas raus, was keiner beurteilen kann. Das kann nur ein Fachmann verstehen. Ja, oder es gibt Geologen, die beschäftigen sich halt mit Geodaten. Die können wunderbar abbilden, können Landkarten machen von Gebirgsformationen, aber isoliert. Im Bereich der Endlagerung nützt mir das jetzt auch nichts. Und es gibt eben die Visualisierung, aber nur schöne Bildchen reicht eben auch nicht. Und wenn man die drei Dinge eben zusammenkoppelt, dann hat es eben einen Mehrwert. Virtus kann uns auch beim Standortauswahlprozess unterstützen. Man kann auf einfache Art und Weise Streckensysteme entwerfen und in der Größe variieren. Dadurch kann man den nötigen Platzaufwand für ein Endlager in einer gegebenen Formation berechnen. Und man kann auf diese Art und Weise verschiedene mögliche Standorte miteinander vergleichen. Bei uns steht eben im Vordergrund die Sicherheit. Die GRS hat sich halt bislang schwerpunktmäßig mit der Reaktorsicherheit befasst. Das geht jetzt langsam dem Ende zu. Deswegen werden wir uns in der Zukunft schwerpunktmäßig dann wahrscheinlich mit der Endlagerung befassen. Und da wird man genauso wie in der Reaktorsicherheit Codesysteme einsetzen und man wird die genauso mit Wissenschaftlern in der ganzen Welt teilen. Und das ist der große Vorteil von diesem Virtus. Das heißt, es macht im Grunde genommen sehr großen Aufwand, gegebenenfalls überflüssig. Und das ist ein riesen Mehrwert und ich glaube auch für die jetzt kommende Endlagersuche kann das ein sehr, sehr wichtiges und mächtiges Tool werden.